stehen, müsste es gehen. Moment, machen wir mal eben. Habe ich jetzt gar keinen Druck dabei? So, ich mache mich schick für euch. Weil wir wollen ja vernünftig für euch aussehen, ne? Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal Irenes Boxen, Welt und Meer. Ja, heute gibt es mal wieder ein Schminki. Und zwar habe ich jetzt schon öfters bei Rossmann in diesen kleinen Kramkisten eine Palette von Revolution gesehen, die jetzt für 3,99 Euro dort ist. Und zwar die Revolution Soft X Mini Spice Palette. Ja, ich habe jetzt gedacht, jetzt probieren wir die doch mal endlich aus. Also guckt einfach in eurem Rossmann-Markt, vielleicht bekommt ihr sie dort auch nochmal günstiger. Hat sehr kräftige Farben, sehr viel matt und nur zwei Glitzer. Aber ich habe gedacht, so Frühling steht vor der Tür, wir fangen mal an mit ein bisschen Farbe. Ich will mal einfach gucken, wie sie performt. Ne? Und ihr wisst ja, auf meinem Kanal dürft ihr kein Profi-Schminki erwarten. Absolut nicht, ich mache nur irgendeinen normalen Alltagslook. Also ich habe ganz, ganz viele wunderbare, tolle Kollegen, die echt Ahnung haben, wie man sich Bombe schminkt. Wer wirklich was mit Schminki sehen will, der ist da besser aufgehoben. Wer einfach sehen möchte, wie so eine Person wie ich das hinkriegt, der ist bei mir richtig. So, ich habe einmal von BH Cosmetics die Pinsel, ich weiß jetzt die Reihe jetzt wohl nicht mehr, halt diesen mit diesem mega Orangeton. Und da habe ich mir die Nummer 1, 2, 4 und 5 ausgesucht. Und Pinsel kann man ja nie genug in Reserve haben für den Fall der Fälle. Und deswegen habe ich mir von BH Cosmetics dann nochmal die Studio Pro, die 5 und 6 genommen. Ja, und noch mein absoluter Lieblingsverblender, von der immer in der Glossy Box drin ist, der hier diese Kante hat. So. Und dann legen wir mal los. Mal gucken, was wir hinkriegen heute. Ich denke auch mal, dass ich wirklich komplett irgendwie farbtopfmäßig. Also ich mache erstmal eine Grundierung halt jetzt und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ja, Kickback hat sie, aber gut. Beim Farbauftrag, muss ich sagen, bleibt recht wenig. Also das habe ich in letzter Zeit schon mal öfters gehabt, so bei Paletten, dass man denkt, was für eine kräftige Farbe. Und wenn man es dann drauf macht, dann geht es wieder. Ach so, als Base natürlich, habe ich jetzt vergessen, euch zu sagen, habe ich mein Magic Finish schon drauf. Und ein bisschen hier von der Glossy Box von der Plash Moonlight Glow habe ich mir dann jetzt den Blush und den Bronzer schon drauf gemacht. So, das reicht mir jetzt hier auch schon so. So, dann gehe ich mal wirklich, ich traue mich mal, in das Knallrot rein. Ich bin echt gespannt. Okay. Das ist sehr kräftig. Okay, bitte, bitte und... Ja, ich trage es mir jetzt erstmal hier ganz vorsichtig in der Außenkante auf und versuche dann oben im Schlupflidderbereich. Aber es geht überraschend nach oben hin. Ich verstreiche mir die jetzt auch mal, dass das wie so ein leichter Roséton ist. Ich finde es jetzt gerade gar nicht schlecht. Ja, also wenn ihr das so ausblendet, dann habt ihr wirklich einen schönen, sanften Roséton. Leicht fleckig, ja. Aber mit Ausblenden geht das. Ja, dann werden wir mal ein bisschen mutiger. Wirklich das kräftige Rot für außen jetzt nochmal. Also auf dem Pinsel, ne? Kommt das jetzt mit dem Licht? Ja, ne? Innen
nehme ich jetzt dann echt mal erstmal gelb. Wir wissen, wie das aussieht. Ja, haben wir? Dann nehmen wir. Passt das? Das dürfte zu groß sein. Ja, mit dem müsste es gehen. Moment, machen wir mal eben. Habe ich jetzt gar kein Tuch dabei? Also, rein ins Gelb. Oh, das ist ein schöner Gelbton. Der ist so fast schon so ein bisschen currymäßig. Gefällt mir sehr gut, die Farbkombi. Hätte ich jetzt so von mir gar nicht erwartet. Jetzt hier noch so oben noch so ein bisschen mit. Ja. Es gibt noch so einen leichten, schönen Glow noch, wenn man da oben jetzt auch noch mit drüber geht. Also ich streiche wohl dann immer von unten, damit ich das schon ein bisschen weg habe von der Farbe. Aber sehr schön. Jetzt nehme ich aber doch noch mal ein bisschen von dem Rot wieder mit auf. Aber ganz, ganz, ganz fein nur. Was wohl ist, ich finde von diesem, was ja eigentlich im Rotton ist, es verschwindet sehr schnell so mit der Haut, dass man das nicht mehr unbedingt so sieht. Also da muss ich auf jeden Fall nochmal nachgehen mit der Falte, weil ich das einfach haben möchte, dass das so kräftiger ist. Mir das, wie gesagt, ausgesprochen gut gefällt. Nicht mal in Farbe. Ja, toll, und außerdem heute bin ich in Grau gekleidet. Ich bin ja auch schlau, ne? Also ich werde mir gleich mal irgendwas anderes anziehen. Das muss ja dann zueinander passen. Wollte ich ja eigentlich, ihr wisst ja immer, ich bin ja so eine Glitzertussi. Jetzt bin ich aber echt am Überlegen, dass ich das nicht mache, weil mir das halt wirklich ausgesprochen gut gefällt. Ich gucke wohl, wenn ich jetzt von dem Rot unten drunter, ob das dann eher so aussieht, als wenn mir irgendwas passiert wäre oder ob das gut aussieht. Weil bei Rot hat man ja schon mal gerne, wenn man dann unten drunter das aufträgt, dass das dann nicht so gut aussieht. Dadurch, dass ich den Kajal schon da drunter hatte, wirkt das so ein kleines bisschen wie lila. Das gefällt mir aber ganz gut. Aber ich habe immer, dass sich hier bei mir in die Augen immer der Kajalstift absetzt. So, ich würde sagen, das wäre es sogar schon fast heute. Also echt mal ein schneller Look eigentlich. Ich mache jetzt noch eben meine Mascara und dann bin ich gleich wieder bei euch. Ach so, für die Mascara nehme ich übrigens wieder Banana Beauty. So. Jetzt habe ich eben noch schnell den... So, es war wieder so. Also, Lippenstift habe ich wieder Thies drauf und den Estee Lauren Gloss oben drüber. Habe eben doch aber noch mal schnell meine Augenbrauen ein bisschen nachgezogen. Ich bin froh, wenn ich morgen wieder meinen Termin habe. Wobei ich immer sagen muss, ich habe den Eindruck, seitdem ich die färben lasse, fallen die mir irgendwie aus. Aber gut. So, also für euch kommen wir nah ran. So ist jetzt der Look geworden. Es ist absolut matt diesmal, aber ich muss sagen, ich finde den schön. Ich finde den wirklich schön. So, jetzt setzen wir mal Brille auf, Öhrchen ab. So, jetzt sehen wir erstmal gar nichts mehr. Haare lassen wir jetzt erstmal eben so. Also, dafür, dass die so kräftig hier innen drin war, ne, finde ich, ist es relativ roséfarben geworden, aber mir gefällt die Kombi. Also ne, ich habe die Farbe genommen, das Rot und das Gelb. Mehr habe ich jetzt gar nicht zum Einsatz gebracht. Ich lasse es auch so.
Das Einzige, was ich wahrscheinlich nachher noch mal machen werde, ich glaube, dass ich noch mal ein bisschen mehr Gelb drauf machen werde. Aber so für jetzt bleibt es. Und ich bin zufrieden. Also dafür, dass sie 3,99 Euro kostet, kann man sie sich so für normalen Alltagslook mal holen. Ist klein, praktisch, handlich. Ja, also von mir kriegt sie einen Daumen nach oben. Tschüss!